Konstanze kann bei Sturm der Liebe nicht fassen, dass Henning tatsächlich den Fürstenhof verlassen will. Nachdem dieser sich mit seiner Herzdame Nina deren Weingut angesehen hat, trifft er den Entschluss, sich dort ein Leben mit seiner neuen Freundin aufzubauen. Konstanze will ihn aber nicht ziehen lassen. Erst als sie die beiden in trauter Zweisamkeit sieht, wird ihr klar, dass Henning sein Happy End verdient. Schließlich organisiert sie eine Abschiedsfeier, nach der Henning und Nina Bichelheim verlassen. Zur gleichen Zeit will Paul Josie helfen und durch einen Detektiv ihren leiblichen Vater finden. Konstanze findet das heraus und wird wütend. Für sie ist das ein Beweis, dass Paul noch immer in Josie verliebt ist. Da sie die beiden auseinanderhalten will, denkt sie sich einen überraschenden Plan aus. Was sie vorhat, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15:10 Uhr in der ARD.